Ufer, die Konzentration ist hier da. Warte nicht so viel, fahr eine Bitte an die Zuschauer. Thank you.
Alle rennen, erster Start. Ja, okay, das ist ja. Ich komm nicht dran hängen im Wald. Nein, sechs!
Reifen jetzt dann schon zum Start einkommen, legt der Steine ein und den Rennen nur wanken. Ja, wunderbar. Also jetzt haben wir hier nicht alles so weit am Start. Das heißt, die nächste Klasse, die Honigbühne 10 steht hier bereits. Und nochmal zwei Hinweise vom Veranstalter. Das eine ist dann die Corona-Regel. Bitte ein. Das heißt, genügend Abstand, wenn ihr eng zusammensteht, dann bitte mit Maske. In die Mitte. Ein ist ja schon mit dem gelben Liga-Trikot gerade gefahren. Das wird er auch weiterhin behalten. Also der Sieger der Masters 3. Applaus für die drei Jungs an Armin Reibler, an Patrick Arendt und an Matthias Lutz. Auf dem dritten Platz vom FC St. Pauli, die Lea-Luise Bug. Auf dem zweiten Platz vom Kieler RV, die Feline Litz. Ganze Eisstange der Führerin. Und auf dem ersten Platz vom RSV Seeheim die Katharina Hinz. So, für unsere drei Damen in der Lizenzklasse nochmal einen fetten Applaus hier. Captain Sparrow dort oben jetzt ausgestattet. Und vom RV Germania auf dem ersten Platz der Lars Erdmann.
und natürlich auch für die drei jungen Herren der auf dem Siegerpodest nochmal einen schönen Applaus von euch. Thank you.
Thank you.
vorne ist, der fünf jetzt. Das kann ich nicht. Das ist bloß, wenn das meine Frau sieht. Du musst doch bei der Steuer angeben. Das ist jetzt aber auch dann auch wirklich der Zeitpunkt, wo man seinen Job mal an den Nagel hängen soll. Und das ist der Job. Marco Peck! Kein Kipper! So, der Hinweis an die Teilnehmer bei der bestehenden Hobbyklasse. Das heißt, bitte jetzt einfinden zur Startaufstellung 12.15 Uhr. Der Krug ist schon geil.
Bachmann und Frank Jakobs bitte für die Siegerehrung kommen und möchten in wenigen Minuten mit der Siegerehrung beginnen.
aber mein Rücken. Oh. Ich glaube, das ist die letzte Runde, oder? Ja, ist richtig. Thank you.
geht noch. Thank you.
würde ich sagen, fangen wir mit den Frauen an. Die sind dort schon erledigt und möchten jetzt dort natürlich ihre Trikots. Das beginnen. Und zwar mit den Gruppen weiblich. Ich würde sagen, auch ja. Ach, da ist er wieder. Moin. Thank you.
Nee, wobei wir haben ihn da eben. Oh, ja. Er muss dann das ganze Stück ja noch fertig. Nochmal zur Erinnerung, das heißt 13:55.
beginnen in 5 Minuten der letzten Klasse, das heißt die U17 Hobby ab. Beginnen wir mit der Klasse 17. Auf der dritten Position haben wir den Richt.
auf den ersten Platz vom Frankfurter RC 90, Luis Engelhardt. Mal einen Applaus an die Teilnehmer der U15. Wir kommen in der Hobbyklasse der 83-2005 auf dem verrückten Platz vom RC Nordheide Sören Kieselbach.
sauber. Komm. Komm herein. Ich hab schon einige Steine rausgeholt. Komm. Los. Sauber. Jawohl, richtig durchrutschen, super. Durchpumpen, jawohl, sauber, super, schön. Jawohl! Sauber, schön durchpushen, super. Push. Jawohl. Super. So geht weiter. Super. Jawohl, und da hoch. Mit Anlauf. Schön. Yeah.
Echt? Connex, Rittermann und der Stevens Sponsor und Tafel statt und das in wenigen Minuten, sobald wir die Ergebnislisten vorliegen haben. Und der Erstplatzierte der Klasse U19, Finn Termin. Ich rufe auf, die Masters 2 natürlich auch schon mal vorzuziehen, das Führungstrikot. Ja, natürlich, wir haben es doch schon gesehen, frisch aufgebügelt. Ja.
So, noch mal Applaus hier an die Klasse U19. Und er ist Platzierter in der Masters 2, Sebastian Hannover. Der Hinweis nochmal, also das Preisgeld liegt für euch bereit. Ihr könnt euch jetzt das Preisgeld hier direkt bei der dritten Platz von der RSG Nordheide, Tim Stöber. Auf dem zweiten Platz vom Team Bike Aid, Jasper Levi Parke. Und der Gewinner der Elite U23-Kategorie vom Harburger RG, Yannick Geißler. Ja, Glückwunsch an alle Teilnehmer. Morgen geht es ja dann andersrum, die Strecke. Mal schauen, wie die sich dann fahren lässt. Das Wetter soll natürlich morgen auch wieder super sein. Jetzt werden Sie ein paar Mutige daran begehren und versuchen, mit einem Pedelec eine schnellere Rundenzeit zu fahren wie hier die U23.